Bevor wir jetzt das Thema abschließen, möchte ich jetzt nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der zum einen in aktuellen makroökonomischen Modellen immer wichtiger wird im agentenbasierten Kontext und der gleichzeitig auch so ein bisschen zu einer Brücke zu dem Termin zur monetären Makroökonomik schlägt, nämlich diesen Bereich der Agent-Based Stockflow Consistent Models sozusagen. Ja. Dazu zunächst mal ein paar Vorbemerkungen zum Begriff der Stockflow-Consistency. Also ein potenzieller Nachteil von diesen Makro-ABMs, das habe ich ja schon gesagt, sind die enorm hohen Freiheitsgrade. Also man verliert sich da leicht in der Komplexität und das ist auch ein Nachteil zu DSGE-Modellen, weil man zum einen nicht diszipliniert wird durch diese Gleichgewichtsannahme. Das ist meines Erachtens jetzt ein sehr schlechtes Disziplinierungsinstrument, aber es ist zumindest mal eins. Also man muss sein Modell schon mal so bauen, dass ein allgemeines Gleichgewicht bei rauskommt. Und auch diese Einbettung in den allgemeinen theoretischen Rahmen ist natürlich ein Disziplinierungsdevice, der die Freiheitsgrade gerade für die Modelliererinnen reduziert. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, gibt es alternative Disziplinierungsmaßnahmen, die vielleicht irgendwie ein bisschen besser wären als so eine Gleichgewichtsannahme. Und eine sinnvolle Notwendigkeit liegt eben in dieser, oder eine sinnvolle Möglichkeit liegt in der Anforderung der Stockflow-Konsistenz. Ne? Modelle, die Stockflow-Consistent sind, die nennt man oft ABSFC, Agent-Based Stockflow-Consistent Models. Und bei diesen Modellen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass man von allen Agenten die Balance Sheets oder die Bilanzen von allen Agenten betrachtet. Ne? Und dadurch, dass man alle Bilanzen ständig im Blick behält, stellt man sicher, dass alle finanziellen Flüsse von irgendwoher kommen und irgendwo hingehen. Das heißt, es verschwindet kein Geld. Geld wird vielleicht generiert, dadurch, dass zum Beispiel Banken Kredite vergeben an Firmen. Aber es wird dann immer getrackt, dass es einhergeht mit dem Aufschreiben einer Verbindlichkeit und einem Asset dann auf den jeweiligen Bilanzen. Ne? Also wenn eine Bank einen Kredit vergibt und das entsprechende Geld auf das Girokonto der Bank überweist, dann geht damit einher natürlich eine Verbindlichkeit der Bank, nämlich das, was sie der Firma aufs Bankkonto überwiesen hat. Diese Verbindlichkeit korrespondiert zu einem Asset von der Bank, nämlich das Geld, was sie jetzt auf ihrem Girokonto hat. Gleichzeitig entsteht damit aber auch ein Asset bei der Bank, nämlich die Forderung gegenüber der Firma in gleicher Höhe. Und die Firma hat eben auch neben dem Asset auf ihrem Girokonto auch auf ihren Verbindlichkeiten einen entsprechenden Wert bekommen, nämlich die Forderung, die sie der Bank gegenüber zu bedienen hat. Das heißt, alle finanziellen Aktivitäten werden sozusagen komplett in den Banken getrackt und solche Phänomene wie endogenes Geld können damit unmittelbar abgebildet werden und gleichzeitig geht man davon aus, dass eben keine Inkonsistenzen in dem Modell drin sind. Das ist häufig so bei Markteintritt und Austritt von Firmen, dass da leicht mal irgendwie was verloren geht, dass zum Beispiel eine Firma die pleite geht, dass die ihre verbleibendes Guthaben mitnimmt, Forderungen mitnimmt. Das heißt, bei der Bank, wo der Kredit ausfällt, ist dann plötzlich quasi einfach auf der Habenseite was verschwunden und das führt natürlich zu Inkonsistenzen auch auf makroökonomischer Ebene. Und wenn man immer alle Bilanzen von allen Agenten dauerhaft trackt, dann kann das natürlich nicht passieren. Darüber hinaus gehen damit auch zwei Konzepte einher, die es erlauben, das Modell nochmal besser zu beschreiben. Und die haben wir schon teilweise hier kennengelernt, teilweise in der Veranstaltung zur Wirtschaftsgeschichte kennengelernt. Zum einen die Stock-Matrix, also die Matrix, die die Bilanzen aller beteiligten Agenten beschreibt. Und die Flow-Matrix, die für jeden Zeitschritt alle im Modell realisierten Transaktionen zusammenfasst. Ja. Ich möchte das einfach nochmal kurz anhand von einem kurzen Anwendungsbeispiel darstellen, wie das aussieht. Für Details, wie gesagt, könnt ihr euch das in den Further Readings genauer angucken, beziehungsweise was genau jetzt hier das Aufschreiben von den Bilanzen und die doppelte Buchführung angeht, könnt ihr auch nochmal in die Veranstaltung zur Wirtschaftsgeschichte reinschauen. Da hatten wir das relativ ausführlich erläutert, da werde ich jetzt nicht mehr so im Detail drauf eingehen. Das Anwendungsbeispiel, was ich mitgebracht habe, ist auch wieder in dem Journal of Economic Dynamics and Control veröffentlicht worden von einer Gruppe aus Italien und England und Joseph Stiglitz aus den USA. Ich will hier nur einen ganz großen Überblick über das Modell geben. Das ist auch in den Further Readings drin. Das ist nun deutlich komplexer als das Keynes-Mies-Schumpeter-Modell, was wir vorher hatten. Es gibt nämlich auch einfach mehr Agenten, es gibt Haushalte, es gibt Kapitalgut- und Konsumgutfirmen,
Es gibt hier diesmal auch einen Bankensektor, wo viele Banken sich auch gegenseitig Kredite geben. Das heißt, es entstehen so endogene Kreditnetzwerke und damit auch die Möglichkeit von systemischem Risiko. Und es gibt dazu noch eine Regierung und auch eine Zentralbank. Insgesamt interagieren diese Agenten auf insgesamt 5 Märkten. Ja, es gibt einen Markt für Konsumgüter, einen gut für Kapitalgüter, das ist recht ähnlich wie bei dem Keynes-Mises-Schumpeter-Modell. Auch der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt aber jetzt noch einen Kredit- und einen Einlagenmarkt. Zum einen Kreditmarkt für die Firmen, die eben Kredite bei den Firmen bekommen wollen. Und es gibt auch einen Einlagenmarkt, wo eben Banken darum konkurrieren, dass die Haushalte jetzt ihr Geld auf ihre Girokonten und nicht das Girokonten der anderen geben. Und dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, dass die Regierung Staatsanleihen ausgibt. Das Ganze ist hier eigentlich, finde ich, aus diesem Bild von dem Paper relativ schön dargestellt. Ich werde da jetzt nicht im Detail da eingehen, aber man sieht hier haben wir die einzelnen Agententypen und es ist hier immer quasi mit den Strichen dargestellt, wo finanzielle Flüsse stattfinden. Ne? Also es gibt hier also die Striche mit den Steuern, die gehen alle zur Regierung. Die Regierung kriegt auch positives Geld über die Profite der Zentralbank. Gleichzeitig muss die Regierung aber auch Zinsen auf die Bonds zahlen an die Banken. Das heißt, man hat hier durch diese Darstellung hat man sozusagen alle Flüsse in dieser Ökonomie dargestellt. Und eben was dieses Modell auszeichnet, das ist Stockflow-consistent. Das heißt, alle finanziellen Ströme und alle Bilanzen in diesem Modell werden komplett transparent immer dargestellt und getrackt. Und die können eben zusammengefasst werden in der Stock-and-Flow-Matrix. Und die beiden Konzepte, die wollen wir uns jetzt anhand von diesem Modell mal anschauen und dafür jetzt 2 konkrete Beispiele jeweils aus dem ersten Zeitschritt des Modells mal angucken. Bei so Stockflow-Modellen ist es häufig so, dass alle Geldströme über eine Bank laufen, also dass man jetzt nicht Bargeld in dem Sinne hat. Das könnte man auch noch hinzufügen, aber es ist ja eigentlich mit wenig wirtschaftlichen Implikationen verbunden. Also als Beispiel stellen wir uns vor, ein Haushalt kauft ein Konsumgut bei der Bank, dann bedeutet das, dass damit einhergeht eine Überweisung vom Girokonto des Haushalts aufs Girokonto der Bank. Wenn die jetzt beide ihr Girokonto bei der gleichen Bank haben, ändert sich bilanztechnisch relativ wenig, dann hat man einfach eine Umbuchung. Etwas, was vorher ein Asset von dem Haushalt war, ist jetzt quasi ein Asset von der Firma, nämlich das Geld, was auf dem Girokonto ist, das wechselt den Besitzer. Gleichzeitig wechselt natürlich auch ein anderes Asset den Besitzer, nämlich das Gut, was die Firma produziert hat, was vorher ein Asset der Firma war. In Inventories geht in den Besitz des Haushalts über. Das heißt, wir haben da eben eine Verschiebung von Assets. Auf der Verbindlichkeitenseite bleibt in dem Sinne alles beim Alten, weil ja beide ihr Girokonto bei der gleichen Bank haben. Das heißt, die Bank hat einfach Verbindlichkeiten, die sie vorher gegenüber der Firma hatte, hat sie jetzt gegenüber dem Haushalt. Wenn jetzt beide unterschiedliche Verbindlichkeiten bei den unterschiedliche Banken als Halter ihres Girokontos haben, dann verschiebt sich eben auch bei den Banken noch etwas mit den Girokonten. Das ist übrigens genau das Beispiel, was wir auch in der Wirtschaftsgeschichte da auch für Transaktionen besprochen haben. Das heißt, da würde ich jetzt darauf verweisen, wenn ihr euch da nicht mehr ganz sicher seid, wie das funktioniert. Das Ganze hat Modell featured auch endogene Geldschöpfung. Das heißt, wenn Banken Kredite vergeben, dann schöpfen sie dabei in dem Sinne Geld aus dem Nichts erstmal so. Also wenn sie einen Kredit vergeben, dann geht es einher mit einer Bilanzverlängerung. Auch das, wie in Wirtschaftsgeschichte besprochen, reguliert wird das Ganze durch so ein Basel Framework, wie wir es auch vorher angedeutet haben, über die Zentralbank, wo es eben bestimmte Mindesteinlagenquoten für die Banken gibt. Alle Aktivitäten werden, wie gesagt, über individuelle Bilanzen überwacht. Hier gucken wir uns jetzt erstmal diese Stockmatrix an. Die Stockmatrix sieht folgendermaßen aus. Das ist jetzt einfach mal der Startwert in diesem Modell, so wie es ganz am Anfang aussieht. Wir sehen hier zum einen die unterschiedlichen Agententypen, also die Spalten korrespondieren zu den Agententypen. Und wir sehen dann hier die einzelnen Positionen in den Bilanzen von den Agenten. Und wir sehen hier die Summe dieser Positionen, die dann das entsprechende Eigenkapital der einzelnen Agententypen angeben. Hier sehen wir die aggregierte Stockmatrix. Es gibt eine Stockmatrix für jede einzelne Haushalt, für jede einzelne Konsumgutfirma etc. Und die aggregierten Balance Sheets ergeben sich eben, oder die aggregierten Stockmatrizen ergeben sich
eben durch die, durch das Aufsummieren von den einzelnen Elementen und eben die Betrachtung von Assets und Liabilities dementsprechend, sodass wir hier jetzt nur einen aggregierten Wert haben. Wir sehen hier, wenn wir uns ganz rechts in dieser Spalte, das sind ja, also quasi hier haben wir Totals, das ist die Summe von allem, was in dieser Spalte steht. Dann sehen wir, dass die monetären Größen sich alle auf Null summieren. Das muss so sein, ja, weil es ja quasi alle Assets irgendwo eine Korrespondenz zu einer Liability haben. Wert wird dann tatsächlich über die Produktion von realen Gütern geschaffen, ne? Also jetzt tatsächlich die produzierten Güter, hier in dem Falle Konsum- und Kapitalgüter, die führen tatsächlich dazu, dass neuer Wert in dem Sinne entsteht. Das Ganze wird ergänzt durch die Transaktionsmatrix, die eben in jeder Zeile den aggregierten Fluss eines Asset-Typs darstellt. Die ist auf den ersten Blick eben erstmal ein bisschen komplexer. Wir haben hier oben wieder unsere Agententypen. Wir haben für jeden Agententyp die Leistungsbilanz und die Kapitalbilanz. Und wir haben hier in dem oberen Teil der Transaktionsmatrix eben die Eingaben- und Ausgabenflüsse, die es in dem Modell besteht. Auch hier wieder auf aggregierter Ebene. Und das Schöne ist, dass man diesen Flowchart, den wir vorher gesehen haben, der ist jetzt quasi hier quantitativ über diese Tabelle dargestellt. Wir haben im unteren Teil haben wir eine Flussbeschreibung der eben angeguckten Stockmatrix, also der Veränderungen jetzt zum Beispiel in den Deposits oder in den Advances oder in Government Bonds. Das heißt sozusagen zeigt, wie das sich über die Zeit ändert. Und quasi diese Voraussetzung der Stock-Flow-Consistency, so der Check, ob das Modell intern konsistent ist, ist eben, dass sich alle Spalten und Zeilen zu null aufsummieren müssen in diesen Modellen. Wenn da irgendwo was nicht stimmt, dann merkt man, dass man eine Inkonsistenz hat. Und das meine ich auch so mit Disziplinierungsdevice in diesen Modellen. Diese Stock-Flow-Consistency zwingt uns eben genau zu gucken, wie funktionieren die Flows, wie funktionieren die Transaktionen, wie funktionieren die Transaktionsprotokolle. Stock-Flow-Consistency eben alles, was von irgendwoher kommt, muss irgendwo hingehen. Alle Flows haben einen positiven Wert, wo was herkommt, und einen negativen Wert, wo was hinkommt. Also Beispiel Konsum, das ist etwas, was die Assets der Haushalte reduziert. Also hier kommt das Geld geht von den Haushalten weg und es geht hin zu den Konsumfirmen. Und wenn jetzt diese beiden Werte nicht gleich wären und hier bei der Summe eben null rauskommen würde, dann wüssten wir, irgendwo würde das Geld verloren gehen. Ja? Das kann in dem Sinne nicht sein. Genauso wie bei den Löhnen. Hier kriegen die Haushalte eben haben einen Zufluss von Geld, das heißt, wir haben einen positiven Wert. Und dann sehen wir hier, die Konsumgutfirmen haben einen Abfluss von Mitteln und die Kapitalgut haben einen Abfluss von Mitteln. Und das Government hat einen Abfluss von Mitteln, also einige Haushalte sind auch beim Government angestellt. Und wenn jetzt die gesamten Löhne, die gezahlt werden, nicht gleich der Gesamtlöhne sind, die jemand bekommt, dann muss irgendwo was im Modell falsch sein. Und das meinte ich mit Disziplinierungsdevice, das Ganze muss absolut konsistent sein. Und genau, und das sehen wir eben hier durch diese Anforderung, dass die Zeilen und Spalten sich jeweils auf Null aufsummieren müssen. Genau, in diesem Sinne, das wollte ich jetzt nur nochmal anmerken. Also dieses Stock-Flow-Consistent Modeling ist mit Sicherheit jetzt eine relativ moderne Entwicklung, aber sehr, sehr spannend. Und auch hier, das ist ja was in den klassischen postkeynesianischen Makromodellen schon länger gemacht wurde, aber eben rein auf einer aggregierten Ebene und hier durch die Betrachtung der Mikro- und Meso-Ebene in den agentenbasierten Modellen ergibt sich hier natürlich eine ganz neue Welt und eine ganz, ganz, ganz viele neue Fragestellungen. Das ist wirklich auch in dem Sinne so eine coole, plurale, konstruktive Zusammenstellung von Ideen aus verschiedenen Paradigmen und zeigt, wie fruchtbar halt eben auch so ein pluraler Ansatz in der Forschung sein kann.